Internationale Physik-Olympiade 2025. Hier kommen ein paar Lösungen zur zweiten Aufgabe der Hausrunde. Schauen wir uns zunächst die Aufgabenstellung an. Hier sind hier zwei Planeten gegeben, die um einen zentralen Stern kreisen, einen Stern mit der Masse 2 x 10 hoch 30 Kilogramm. Die wesentliche Information ist dieses Diagramm hier, das dazu geliefert wird. Deswegen gucken wir uns das mal genauer an. Das ist zum einen auf der einen Achse die Zeit, gemessen in Erdenjahren, wobei wir selber wohl nicht auf der Erde stehen. Und das zweite ist Winkel zwischen Stern und dem anderen Planeten. Okay, zu zeigen ist, dass der Radius des äußeren Planeten ungefähr das 1,4-fache des Radiuses ist vom inneren Planeten. Ich habe einen kleinen Moment gebraucht, um mich in diese Situation hineinzudenken und mir dabei geholfen, eine GeoGebra-Konstruktion zu machen, um mir das Ganze in einer simulierten Bewegung anzuschauen. Und deswegen mache ich das mit euch zusammen auch nochmal. Das heißt, ich gehe nach GeoGebra rein und zeichne mal zunächst den Stern. Das ist einfach ein Punkt mit Kreis durch einen zweiten Punkt, den ich jetzt nicht mehr brauche. B, den mache ich deswegen unsichtbar. Ebenso die Beschriftung, die stört einfach nur, das mache ich mal weg. Und ändere die Kreislinie auf die Farbe eines Sterns. Das könnte zum Beispiel so ein Orange sein, ein bisschen erinnernd an unsere Sonne. Als nächstes brauche ich die beiden Kreisbahnen. Das ist wieder Kreis um den Mittelpunkt durch einen Punkt, den ich dann willkürlich festlege. Und einen zweiten Kreis. Die beiden Punkte C und D brauche ich jetzt nicht mehr, deswegen mache ich die mal unsichtbar. Ebenso wie ich die Beschriftung dieser beiden Kreisbahnen, klein d und klein e, auch ausschalte, weil die einfach nur stören. So, das Ganze sind Kreisbahnen, keine massiven Objekte. Deswegen erinnere ich die Linie noch auf gestrichelt. Und nun kann ich meine beiden Planeten auf die Kreisbahn setzen. Das geht mit dem Befehl Punkt auf Objekt. Die GeoGebra benennt die beiden Punkte automatisch mit E und F. Ich möchte aber gerne, dass sie P1 und P2 für die Planeten heißen, deswegen benenne ich das Ganze mal schnell um. Und jetzt kommt das Entscheidende, nämlich die beiden Sichtlinien, zwischen denen ich den Winkel genauer beobachte. Das heißt, ich gucke von P1 zum Stern, das ist meine erste Sichtlinie, und die zweite Sichtlinie ist von P1 nach P2. Die Beschriftung F und G mache ich mal schnell wieder unsichtbar. Und jetzt kann ich mir das Ganze in einer Simulation anschauen. Das heißt, ich lasse die beiden Planeten mal rotieren. Okay, jetzt im Moment rotieren beide mit der gleichen Winkelgeschwindigkeit, das ist nicht richtig. Innere Planeten sind schneller, deswegen erhöhe ich da mal die Simulationsgeschwindigkeit und schaue mir nur mal den Winkel an, wie der sich so entwickelt. Der wird jetzt im Moment gerade immer kleiner und kleiner, erreicht jetzt die Null, jetzt wächst er wieder und wird größer und wird noch größer und wird immer größer und läuft über 180 Grad hinaus. Das entspricht nicht dem, was ich im Diagramm sehe. Im Diagramm wird ein Maximum erreicht. Und dann geht es in die andere Richtung. Das heißt, das stimmt so nicht in der Konstruktion. Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich mir nicht richtig gedacht? Oder was habe ich vorausgesetzt, was nicht gegeben ist? Ich stehe gar nicht auf Planet 1 und gucke zu Planet 2 rüber, sondern ich stehe offensichtlich auf dem äußeren Planeten P2 und gucke, was macht P1. Probieren wir es aus. Ich setze die beiden Planeten wieder mal auf ganz praktische Startposition und zeichne jetzt mal die Sichtlinien von P2 aus gesehen ein. Das wäre zum einen von P2 aus zum Stern und von P2 aus zu P1. So, die beiden Beschriftungen schnell wieder unsichtbar gemacht. Und dann kann ich meine Simulation wieder laufen lassen. So, jetzt im Moment gerade wächst der Winkel allmählich. Nee, jetzt wird er wieder kleiner. Aber er wird ganz langsam kleiner. Erreicht jetzt ungefähr die Null. Dann wächst er wieder. Aber er wächst langsam, er wächst langsam, er wird immer größer. Ja, jetzt ungefähr konstant. Und jetzt wird er ganz schnell wieder kleiner, wieder Null. Und ganz schnell wieder größer. Jetzt hat er wieder Maximum und jetzt verändert er sich wieder langsam. Das passt ganz gut zum Diagramm. Da sind ja ein paar steile Stellen und ein paar flache Stellen dabei. Das heißt, jetzt habe ich offensichtlich die Situation richtig erfasst. Und um das weiter betrachten zu können, habe ich jetzt einen schönen Trick. Und zwar tue ich jetzt so, als würde das Koordinatensystem sich mit mir mitdrehen. Das heißt, das Koordinatensystem dreht sich mit der gleichen Winkelgeschwindigkeit wie der äußere Planet P2. Dann ist der äußere Planet P2 in Ruhe, also immer in der gleichen Position. Ich zeichne ihn mal hier auf die X-Achse und starte die Simulation wieder. Und jetzt dreht sich nur noch P1. Dann kann ich auch gucken, wo ist der Winkel maximal, wo ist er minimal. Über die Winkelgeschwindigkeit muss ich mir dann allerdings noch Gedanken machen. So, jetzt suche ich mal von Hand die Stelle mit dem größten Winkel. Das sah schon ziemlich gut aus, wo ich hier angehalten habe. Ich schiebe das Ganze jetzt mal so ein bisschen hin und her. Da ist er größer, da wird er wieder kleiner. Könnte hier so sein. Ich zeichne auch mal den zweiten Radius ein, vom Stern zum Planeten 1. So, und die beiden Sichtlinien mache ich mal in Rot. Das sieht ungefähr so richtig aus. Vorsichtshalber zeichne ich auch noch mal den Winkel mit ein, der mich da interessiert. Der ist jetzt ungefähr 47 Grad. Da wird er kleiner, da wird er größer, da geht er wieder kleiner. Nach unten kann ich vergessen, weil da macht GeoGebra
den Winkel nach außen, egal, gucke ich mir nur die obere Situation erstmal an, der ist ungefähr hier bei knapp 48 Grad am größten. Das ergibt eigentlich auch Sinn, denn jetzt liegt die Sichtlinie von P2 nach P1 tangential zur Kreisbahn und damit senkrecht auf den Radius von Planet 1. Wenn ich das kapiert habe, dann kann ich weiter mit meiner eigentlichen Lösung machen. Ich übernehme das Ganze jetzt mal hier in meine Präsentation als Zeichnung. Ich habe dazu nochmal, während die Kamera ausgeschaltet war, die Winkel mit eingezeichnet. Das heißt, ich habe hier P2 auf der Achse liegen, P1, so dass der Winkel maximal wird. Dann ist die Sichtlinie tangential zur Kreisbahn und damit senkrecht zum Radius R1. Und dann habe ich ein rechtwinkliges Dreieck. Und rechtwinklige Dreiecke, das ist prima, da habe ich dann Möglichkeiten, Winkel zu berechnen mit Sinus, Cosinus und Tangens. Wenn ihr euch damit nicht so richtig auskennt, dazu habe ich ein paar Erklärvideos gemacht. Ich packe euch die Links mal unten in den anderen rein, dann könnt ihr euch damit nochmal beschäftigen. Hier nutze ich aber jetzt meine Kenntnisse und zwar schaue ich mal. Von Alpha aus gesehen ist der Radius R1 die Gegenkathete und der Radius R2 ist die Hypotenuse. Das bedeutet Gegenkathete durch Hypotenuse, das ist der Sinus des Winkels. Das heißt, der Sinus von Alpha Max ist Radius 1 geteilt durch Radius 2. Für mich interessiert das Verhältnis der Radien, also R2 ist das K-fache von R1. Und wenn ich diese Formel umstelle, dann kommt eben heraus, R1 geteilt durch R2 ist dasselbe wie 1 durch K. In dem Dreieck ist noch ein anderer interessanter Winkel, nämlich der zwischen den beiden Radien der Planeten, den ich mal mit Phi bezeichne. Von Phi aus gesehen ist R1 die Ankathete, R2 bleibt Hypotenuse, also ist dieses Seitenverhältnis auch der Cosinus von Phi Max. Ich kann die Situation auch nach unten betrachten. Der Planet P1 ist jetzt in der anderen Position so, dass der Winkel minus Alpha Max erreicht wird, beziehungsweise minus Phi Max. Hat aber das gleiche Seitenverhältnis, bloß jetzt mit einem negativen Vorzeichen. In dem Diagramm hat der Winkel ja ein Vorzeichen. Das heißt, Sinus von minus Alpha Max ist minus R1 durch R2, beziehungsweise dann minus 1 durch K. Und das ist dann auch gleichzeitig der Cosinus von minus Phi Max. So, die Periodendauer, die ich in dem Diagramm sehe, das ist ja per Definition die Zeitdauer, bis sich die Bewegung wiederholt. Das kann man am besten messen zwischen zwei Maximumpunkten. Das heißt, ich zeichne das mal hier ein, zwischen den beiden Zeitpunkten, wo Alpha Max erreicht wird, und dem Zeitpunkt, wo das Alpha Max zum nächsten Mal erreicht wird. Das kann ich aus dem Diagramm übrigens ablesen. So, das sind, wenn ich ziemlich genau hingucke, vielleicht genau 4,1 Erdenjahre. Jetzt gilt ja allgemein für Winkelgeschwindigkeiten, dass sie Winkeländerung pro Zeitänderung sind, insbesondere eine volle Umdrehung. Das ist der Vollwinkel 2π geteilt durch die Periodendauer per Definition, was eine Periodendauer ist. Wer hier unsicher ist, also über die Kinematik der Kreisbewegung habe ich ein Video gemacht, ebenso wie über Gradmaß und Bogenmaß. Auch dazu setze ich Links in den Anhang rein, könnt ihr also dort nachschauen. Ich nutze jetzt hier einfach die Formel, ich stelle sie mal nach der Periodendauer um, das ist dann 2π geteilt durch Omega. Aber ich muss hier ein bisschen aufpassen, denn ich bin ja im Koordinatensystem, das mit P2 mitrotiert. Und dann dreht sich aus diesem Koordinatensystem betrachtet aber der innere Planet nicht mit der Winkelgeschwindigkeit Omega 1, sondern nur noch mit der Differenz der beiden Winkelgeschwindigkeiten. Das heißt, P1 ist nur noch mit Delta Omega gleich Omega 1 minus Omega 2 unterwegs. Das berücksichtige und verändere meine Formel zu T ist gleich 2π durch Delta Omega. Diese Formel merke ich mir, deswegen habe ich da mal so ein Sternchen hintergesetzt. Als nächstes definiere ich eine Zeitdauer Delta T, und zwar das ist die Zeitdauer, die der Planet 1 braucht, um von Alpha Max bis minus Alpha Max zu kommen. Ich zeichne das mal hier im Diagramm ein. Das heißt, die zugehörige Bahn ist jetzt hier in so einem Violett eingezeichnet, von da nach da, und der Winkel ist der Vollwinkel minus 2 mal Phi Max. Vollwinkel im Bogenmaß angegeben, also 2π. Und dann kann ich die Formel da oben aufgelöst nach Phi Max einsetzen. Also Phi Max ist ja dann der Arcus Cosinus von 1 durch K. Das heißt also, der Winkel ist 2π minus 2 mal Arcus Cosinus von 1 durch K. Wie gerade gesagt, geht Winkelgeschwindigkeit ist gleich Winkeländerung pro Zeitänderung. Das stelle ich jetzt mal nach der Zeitänderung um. Dann ist Delta T gleich Delta Phi durch Omega. Und setze jetzt hier den Winkel ein, also 2π minus 2 mal Arcus Cosinus von 1 durch K. Und berücksichtige auch, dass ich hier nicht die Winkelgeschwindigkeit Omega habe, mit der der Planet 1 unterwegs ist, sondern wegen des rotierenden Koordinatensystems nur Delta Omega. Das ist die zweite Formel, mit der ich arbeite, merke ich mir immer mit zwei Sternchen. Jetzt schreibe ich die beiden Formeln nochmal hier hin. Und vor lauter Betrachtung darf ich jetzt nicht vergessen, was es eigentlich gesucht. Gesucht ist der Wert k, um den der Radius 2 größer ist als der Radius 1. Das kann ich durch Herumspielen mit diesen beiden Formeln erreichen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Mir fällt etwas spontan ein. Ich könnte beide Formeln nach Delta Omega auflösen und dann gleichsetzen. Die IFO selber hat in ihrer Musterlösung dann die Idee, man kann den Quotienten aus den beiden bilden und dann Delta Omega herauskürzen. Ich gehe jetzt auch einfach mal den Weg, den die IFO gegangen ist und schreibe es ein bisschen ausführlicher auf, als dort zu finden ist.
Das heißt, Delta T geteilt durch Periodendauer Groß T ist die eine Formel geteilt durch die andere Formel. Ich muss, glaube ich, das Ganze jetzt nicht alles vorlesen. Sehe aber schon, jetzt kürzt sich freundlicherweise das Delta Omega weg. Und dann sieht die Formel schon insgesamt deutlich leichter aus. Dann kann ich oben im Zähler eine 2 ausklammern und gegen die 2 unten im Nenner kürzen und habe die doch schon deutlich einfache Formel. Ist also Pi minus A cos Cosinus von 1 durch K geteilt durch Pi. Das kann ich dann nach K auflösen. Das heißt, zuerst multipliziere ich mit dem Nenner, also sprich mal Pi. Steht links Pi mal Delta T durch T und rechts steht nur noch der Zähler. Dann rechne ich plus A cos Cosinus und minus dem, was auf der linken Seite steht. Und dann steht da, A cos Cosinus von 1 durch K ist Pi minus Pi mal Delta T durch T. Dann muss ich auf beiden Seiten den Cosinus ziehen. Und zu guter Letzt muss ich nur noch den Kehrwert aus dem Ganzen nehmen. Ich schreibe das mal jetzt als hoch minus 1. Sieht ein bisschen einfacher aus. Und ich habe auch schon bereits die beiden Zahlen eingesetzt für Delta T und T, die man eben aus dem Diagramm ablesen kann. Dann kann ich alles einsetzen, ausrechnen und komme auf den Zahlenwert 1,388. Und das ist im Rahmen der Rundungsgenauigkeit auch der Wert, der gesucht ist, nämlich ungefähr 1,4. Damit ist Aufgabenteil A endlich gelöst. Kommen wir dann zu Teil B. Da ist die Frage, welcher Winkel entspricht einer Einheit auf der y-Achse? Und das Schöne ist, nachdem jetzt Teil A zu lösen so lange gedauert hat, geht Teil B ganz schnell. Denn ich habe ja bereits entscheidende Formeln. Zum Beispiel weiß ich, Sinus von Alpha Max ist 1 durch K. K kenne ich, ist ungefähr 1,4. Und dann kann ich Alpha Max ausrechnen über die Umkehrfunktion, also den Arcosinus von 1 durch K. Ich setze für K 1,4 ein und erhalte 46 Grad. Dann gucke ich auf das Diagramm. Diagramm auf der y-Achse ist Alpha Max ungefähr 3,25, sag mal, Winkeleinheiten. Das heißt, 3,25 Winkeleinheiten entsprechen 46 Grad. Der Dreisatz, ich teile durch 3,25 und habe die Lösung, eine Winkeleinheit auf der Achse sind ungefähr 14 Grad. Und schon sind wir bei Teil C. Wie groß sind die beiden Radien R1 und R2? Um das lösen zu können, muss ich wissen, wie kommt eigentlich diese Kreisbewegung zustande. Für eine Kreisbewegung ist allgemein nötig eine Zentralkraft, die immer in die Mitte zeigt. Und diese Zentralkraft wird hier erzeugt durch die Gravitationskraft des Sterns in der Mitte. Deswegen kann ich diese beiden Kräfte gleichsetzen. Die Gravitationskraft wirkt als Zentralkraft. Setze die Formeln ein dafür. Gravitationskraft ist Gamma, das ist die allgemeine Gravitationskonstante, mal der beiden beteiligten Massen geteilt durch den Abstand zum Quadrat, also durch den Radius zum Quadrat. Und für die Zentralkraft geht M mal Omega Quadrat mal R. Wer die Zentralkraftformel hergeleitet haben möchte, auch dazu gibt es ein Erklärvideo, auch dazu packe ich den Link mal unten rein, ist aber für diese Betrachtung hier nicht weiter erheblich. Mit dieser Gleichung muss ich spielen und damit kriege ich eigentlich alles Wesentliche raus. Ich vereinfache sie erstmal, indem ich beide Seiten durch klein m teile, das heißt die Masse des Planeten selber spielt schon mal keine Rolle, das ist gut, und dann steht da Gamma mal m gleich Omega Quadrat mal r hoch 3. Diese Formel brauche ich jetzt gleich zweimal, deswegen markiere ich sie auch nochmal kurz mit einem Stern und merke sie mir. Von da an gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, diese Aufgabe zu lösen. Ich gehe jetzt mal die, wie die IFO selber gegangen ist. Das heißt, ich berechne zunächst die Winkelgeschwindigkeiten der beiden Planeten. Dazu löse ich diese Formel nach Omega auf. Das heißt, ich teile durch R hoch 3 und ziehe dann die Wurzel. Statt 1 durch R hoch 3 schreibe ich mal hier aus Übersichtsgründen R hoch minus 3. Mit ein paar Kenntnissen der Potenzrechnung wisst ihr ja, das ist das Gleiche. Und mit der Formel kriege ich jetzt Omega 1 und Omega 2 raus. Ich fange mal an mit Omega 2, ist gleich, nehme die gleiche Formel. Und statt des Radius allgemein setze ich nun Radius R2 für den äußeren Planeten ein. Dann weiß ich, Radius R2 ist K mal R1, das heißt, ich ersetze R2 durch K mal R1, der Rest bleibt einfach stehen. Und weil überall nur mal dazwischen steht, kann ich das auch auseinanderziehen. Das heißt, ich habe dann Wurzel aus K hoch minus 3 mal den ganzen Rest, der da steht. Und ich sehe, der hintere Wurzelausdruck entspricht der Winkelgeschwindigkeit Omega 1. So, statt Wurzel schreibe ich jetzt hoch 1/2, das heißt, das ist dann k hoch minus 3/2 zusammengefasst und der hintere Ausdruck zu Omega 1. Damit habe ich einen wunderschönen Zusammenhang zwischen Omega 2 und Omega 1 und kann damit zunächst Delta Omega ausrechnen. Delta Omega ist ja Omega 1 minus Omega 2 und für Omega 2 setze ich jetzt den gerade gefundenen Term ein, dann klammere ich Omega 1 aus und stelle das Ganze nach Omega 1 um, indem ich durch diese Klammer teile, das heißt Omega 1 ist Delta Omega durch 1 minus k hoch minus 3/2. Was mir jetzt noch fehlt, ist Delta Omega. K gleich 1,4 kenne ich ja. Delta Omega noch nicht, aber die zugehörige Periodendauer ist ja 4,1 Jahre. Gleiche Formel, Delta Omega ist gleich 2 Pi durch T. Und ich setze die 4,1 Jahre ein und damit kriege ich dann Delta Omega raus. Das ist 1,531 durch Jahre. Das setze ich dann ein in die Formel, links unten, und kann Omega 1 berechnen. Das sind dann ungefähr 3,91 durch Jahre. Und dann kann ich das wiederum in die andere Formel einsetzen für Omega 2. Ist ja K hoch minus 3/2 mal Omega 1. Auch hier K gleich 1,4 eingesetzt und kriege für Omega 2 heraus, ist ungefähr 2,3, 1 durch Jahre.
Jetzt nehme ich wieder meine Formel mit dem Sternchen. Jetzt suche ich aber die Radien. Da ich die Winkelgeschwindigkeiten kenne, kann ich das jetzt nach R auflösen, indem ich erstmal durch Omega Quadrat teile und dann die dritte Wurzel ziehe oder eben hoch ein Drittel rechne. Das ist das Gleiche. Und dann kann ich die Masse des Planeten einsetzen. Das war eine Aufgabenstellung mit 2 mal 10 hoch 30 gegeben. Ebenso brauche ich die Gravitationskonstante. Kann ich schnell recherchieren. 6,674 mal 10 hoch minus 11 Kubikmeter pro Kilogramm Sekunde zum Quadrat. Setze alles ein und kann die beiden Radien ausrechnen. R1 ist 2,1 mal 10 hoch 11 Meter und R2 ist 2,9 mal 10 hoch 11 Meter. Und dann habe ich es geschafft. Die Aufgabe ist vollständig gelöst. Dass eure Lösung genauso aussieht, ist sehr unwahrscheinlich. Das ist einer der möglichen Wege. Man muss ziemlich viel mit ein bisschen Formeln und Umformungen herumspielen. Vielleicht habt ihr das geschafft, auf eine ganz andere Weise zu lösen. Auf jeden Fall seht ihr, so kann man es machen. Und damit wünsche ich euch viel Erfolg bei euren Lösungen, beim Nachvollziehen und beim Durchdenken der nächsten Aufgaben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.